Ja, hallo und herzlich willkommen hier im TUI Blue Falesia an der Algarve in Portugal. Mein Name ist Lars und zu meiner Seite ist Kira. Und wir zeigen euch heute, was man mit der Faszienrolle, mit der Black Row so alles anstellen kann. Und wir gehen speziell auf den Oberkörper ein. Dann sehen wir uns gleich. Okay, gut. Genau. So, Kira, wir werden mit der Brustmuskulatur anfangen. Ja. Bei der Brustmuskulatur ist wichtig, sie kommt ja vom Sternbein. Und, oder, warte mal kurz, Sternbein, war das richtig? Sternbein? Hast du vorhin jedenfalls gesagt. Vom Sternum, ne? Brustbein, jetzt habe ich es. Brustbein, genau. Also, Kira, wir fangen jetzt mit der Brustmuskulatur an. Die Brustmuskulatur kommt ja hier vom Brustbein und zieht dann hoch über das Gelenk. Ganz wichtig ist, mit der Faszienrolle gehen wir nicht in das Gelenk rein. Okay? Bei Frauen zusätzlich aufpassen, nicht über die Brust rüber rollen, sondern eigentlich nur im Ansatz bleiben. Okay? So, für die erste Übung legen wir uns quasi auf den Bauch. Ich lege mal kurz das Handtuch beiseite. So. Und auch die Rolle. Der Muskel kommt ja, wie gesagt, vom Brustbein und zieht schräg nach oben hoch. Dementsprechend machen wir den Muskel lang, indem wir den Arm von diesem 90-Grad-Winkel auf den 45-Grad-Winkel reduzieren und legen jetzt die Faszienrolle hinter dem Gelenk auf. Genau. Also wie ihr merkt, dass ihr in der Achselhöhle seid, ist es verkehrt. Dementsprechend muss der Druck jetzt leicht auf dem Brustbein, auf dem Brustmuskel zu spüren sein. Um ein bisschen rollen zu können, vielleicht die Beine etwas anwinkeln, das Gesäß leicht anheben. Und hier ist jetzt wichtig, mit der Hand nicht abstützen, sondern die Arme ganz locker lassen und eher mit der anderen Hand einfach hier schön locker rollen. Locker rollen bedeutet, wir arbeiten langsam. Die Männer können, wie gesagt, die gesamte Brustmuskulatur ausrollen. Bei den Frauen eher nur im oberen Ansatz bleiben. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil die meisten Verspannungen eher mehr im oberen Ansatz sind. Ja? Und ganz langsam rollen, schön langsam. Wir brauchen Zeit dazu. Das größte Problem ist, oder der häufigste Fehler ist, dass man anfängt zu schnell zu rollen, dadurch eventuell Schmerzen auslöst und den Muskel verkrampfen lässt. Und ein Muskel, der verkrampft ist, der kann nicht massiert werden. Ja, genau, schön langsam und ruhig. Wenn du jetzt vielleicht einen Punkt spürst, der besonders wehtut, einfach mal stehen bleiben und jetzt wieder schön entspannen und ein bisschen Druck in diesen Muskel bringen, so dass du sagst, okay, das ist auszuhalten, aber es ist spürbar. Tief ausatmen und beim Ausatmen immer wieder versuchen zu entspannen, locker zu lassen. Ruhig und locker. Ah, genau. Einmal nochmal locker ausrollen und dann reicht es auf dieser Seite auch schon aus. Wir wechseln die Rolle auf die andere Seite. Auch wieder hier den Arm 90 Grad rauslegen, dann auf 45 Grad verändern. Die Rolle nicht in die Achselhöhle, nicht in das Schultergelenk, sondern unter die Brustmuskulatur legen. Linker Arm stützt ab, rechter Arm ist völlig entspannt, Knie sind leicht angewinkelt und dann wieder sanft und entspannt vor- und zurückrollen. Bei den Männern wieder den gesamten Brustmuskel ausnutzen, bis zum Brustbein ran und bei den Frauen wieder nur im oberen Bereich arbeiten. Aber ruhig und locker, langsam. Dann wieder einen Punkt raussuchen, da wo man vielleicht was merkt. Auf diesem Punkt stehen bleiben und wieder versuchen zu entspannen. Es kann manchmal auch sein, dass du vielleicht ein Kribbeln im Arm spürst, bis in die Finger reinspürst. Da bitte nicht wundern, es liegt einfach nur daran, dass wir auf den Nerv drücken. Aber da passiert nichts. Schön locker, ruhig, entspannen. Genau. Dann wieder einmal locker ausrollen. Und dann sind wir mit der Brustmuskulatur schon fertig. So. Kommen wir zum Hauptteil, zur Rückenmuskulatur. Wir fangen mit der Faszienrolle an. Hier ist jetzt ganz wichtig. Normalerweise kann ich mit der Faszienrolle auch im Lendenwirbelsäulenbereich arbeiten. Allerdings, dadurch, dass ich jetzt den Zuschauer nicht kenne oder auch wenn ich im Kurs bin, kenne ich die Kursteilnehmer nicht,
Dementsprechend lässt man die Lendenwirbelsäule aus. Man muss es sich so vorstellen, wenn beispielsweise die Wirbelkörbe sehr instabil sind und wackeln oder sich verschieben, werden Schmerzen ausgelöst. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Rückenstreckmuskulatur festmacht, damit diese Wirbel nicht mehr wackeln können. Okay? So, jetzt gehen wir mit der Faszienrolle in die Muskeln rein. Die Muskeln werden locker und plötzlich fängt das Ganze an wieder zu wackeln und kann Schmerzen auslösen. Dementsprechend sollte man vorher beim Arzt abklären lassen, woran liegen meine Rückenschmerzen. Ist es muskulär bedingt, weil der Muskel einfach richtig schön fest ist? Gehen wir in die Wirbelsäule rein, in die Lendenwirbelsäule, ansonsten nicht. Wir lassen das außen vor. Jetzt ist die Frage, wo fängt die Lendenwirbelsäule an, wo hört sie auf und wo beginnt die Brustwirbelsäule? Dafür drehe ich mich kurz um. Relativ einfach rauszufinden. Wir gehen hier die Wirbel nach unten, nicht die Wirbel, die Rippen nach unten. Und da, wo der letzte Rippenbogen ist, dem folgen wir, bis wir zum Wirbel kommen. Und die Rippen setzen eben nur an den Brustwirbeln an. Dementsprechend wissen wir, hier ist der letzte Brustwirbel. Dementsprechend wird die Faszienrolle hier oberhalb aufgelegt. Das heißt, im unteren Bereich wird nicht gearbeitet, Lendenwirbelsäule. Wir können aber in den oberen Bereich gehen. Ebenso gefährlich ist es, dass wir in den Hals hineinarbeiten. Halswirbelsäule lässt man auch außen vor. Wo fängt die Halswirbelsäule an? Wo hört sie auf? Auch wieder hier ganz einfach. Kopf nach vorne nehmen. Und jetzt kommt hier so ein Wirbel raus, ein großer Wirbel, der prominenten Wirbel. Das ist der C7, das ist der letzte Halswirbel. Das heißt, beim Rollen berühren wir nicht diesen Wirbel. Und damit habe ich ganz einfach meine Brustwirbelsäule lokalisiert. Da lege ich jetzt die Black Hole auf. So, einfach schön locker auflegen. Wer eine leichte Intensität bevorzugt, kann die Hände mit ablegen. Die Hüfte soll mit hochkommen. Wer sagt, nein, ich halte das aus, der kann die Arme auch mit nach oben nehmen. Jetzt würden wir jeden Wirbelkörper einfach immer so 2-3 Mal berollen. Dann zum nächsten Wirbelkörper hochgehen, zum nächsten Wirbelkörper hoch und immer 3 Mal rollen. Langsam und ruhig. Jawohl, 3 Mal. Dann gehen wir ein Stückchen höher, so ungefähr 5 cm, 3 bis 5 cm und rollen wieder ganz langsam und ganz ruhig. Gleich noch einmal. Jetzt sind wir so ungefähr auf der Höhe der unteren Schulterblattspitzen. Wenn ihr jetzt merkt, der Kopf wird langsam schwer, das Kinn bleibt am Brustkorb. Und dann lieber die Hände hier an den Kopf nehmen und unterstützen. Wir rollen weiter zum nächsten Wirbel. Auch hier wieder, wir wollen jetzt in die Rückenstreckmuskulatur reingehen. Dementsprechend ist es sinnvoller, die Ellenbogen nach oben zu nehmen. Damit wandern die Schulterblätter nach außen. Rückenstreckmuskulatur wird frei. Und dann können wir langsam hier auch wieder schön nach oben arbeiten. Langsam sind wir in der Mitte der Schulterblätter angekommen. Da merkt man dann wahrscheinlich die ersten Verspannungen. Sind so kleine Huckel, da langsam und ruhig rüberrollen. Jetzt sind wir langsam an den oberen Schulterblattspitzen, auch hier wieder rollen. Jawohl. Auch ein ganz kleines bisschen höher und dann reicht das schon aus. Also maximal auf die Schulterhöhe kommen, um nicht in den Hals reinzurollen. Genau. Und jetzt nochmal 3 Mal ganz langsam die gesamte Brustwirbelsäule rollen lassen. Genau. Nicht in die Lendenwirbelsäule reingehen. Auch hier wieder langsam zurück. Jawohl. Ruhig atmen. Die Technik sieht sauber aus bei dir. Sehr schön. Und ein letztes Mal. Okay. Und dann langsam erstmal lösen. Okay, das ist die Technik für die Rückenstreckmuskulatur. Jetzt haben wir noch den breiten Rückenmuskel, den Latissimus, den wollen wir auch bearbeiten. Und dafür müssen wir uns wieder auf die Black Roll auflegen, aber nicht genau in die Mitte, sondern eher mehr seitlich. Und dann einfach um 30 Grad den Körper drehen. Das heißt also, wenn ich mich jetzt hier drauflege, lege ich mich nicht auf die Mitte oder in die Mitte, sondern so ein bisschen versetzt. So. Und drehe mich jetzt um 30 Grad. Drehe ich mich zu weit, auf ungefähr 90 Grad, liege ich auf den Rippen auf und kann mir eine Rippenfellentzündung reinreiben oder reinrollen. Dementsprechend also aus der Position
30 Grad und dann reicht das aus. Auch sehr wichtig ist, wenn ich den Arm öffne, arbeite ich tiefer in die Muskulatur rein und unter dem Latissimus liegen ganz viele kleine Muskeln, die eventuell mit Schmerzen reagieren können oder auch sich entzünden können. Und dann gibt es Schulterprobleme. Dementsprechend auch hier erstmal, um die Intensität geringer zu halten, den Arm lieber rannehmen und dann nur auf dem Latissimus rollen. Gut, wir fangen mal an. Also, die Rolle guckt so ein Stückchen raus, genau. Ich liege also jetzt mehr auf der linken Seite, rolle mich auf die rechte Seite. Die Hüfte wieder vielleicht ein bisschen hochnehmen, den Arm dran lassen und erstmal nur auf Höhe der Schulter und des Schulterblattes arbeiten. Und hier merke ich jetzt wieder, da sind Verspannungen drin. Und wenn ich sage, naja, ich halte es eigentlich aus oder ich bin es gewohnt, kann ich auch hier den Arm öffnen und dann geht es tiefer in die Muskulatur hinein. Langsam und ruhig rollen. Einmal noch. Danach suchen wir uns das mittlere Drittel aus. Das heißt, wir rollen hier ein Stückchen höher. Jawohl. Und auch hier wieder ganz entspannt rollen. Ich komme mal wieder ein bisschen auf die Matte rauf. Du rollst weiter. So. Genau. Arm kann gestreckt sein, Arm kann angewinkelt sein, so wie es dir gut tut. Und jetzt, wenn wir in das untere Drittel reingehen, den Arm abstützen und wir gehen in das untere Drittel rein. Hier wieder schön ruhig arbeiten, weil genau im unteren Drittel die Muskelbäuche relativ flach sind und eher mehr sehniges Gewebe vorhanden ist. Dementsprechend abstützen. Genau so. Und jetzt wieder dreimal über den gesamten Latissimus rollen. Das heißt also, ich rolle wieder bis zur Schulter. Und wenn ich in den unteren Bereich reingehe, spätestens da den Arm wieder absetzen und entlasten. Belasten und wieder entlasten. Genau. Einmal noch. Und so. Genau. Das Ganze auf der anderen Seite. Sehr schön. Wir fangen wieder im oberen Bereich an. Also, ich lege mich wieder etwas mehr rechts auf, drehe mich jetzt nach links. Die Hüfte wird dann wieder hochgenommen. Jawohl. Den Arm wieder dran lassen oder öffnen, je nachdem, wie hoch ich die Intensität haben möchte. Und auch wieder ganz langsam und ruhig rollen. Langsam und ruhig. Ja, genau. So ist gut. Wir gehen in das zweite Drittel rein, in die Mitte. Hier wieder schön ruhig rollen. So wie man Schmerzen spürt, ein bisschen langsamer rollen und Intensität rausnehmen. Und wir gehen in das untere Drittel hinein. Ich helfe wieder ein Stückchen. So. Ja, genau. Auch hier wieder ganz langsam, ruhig und sanft. Einmal noch. Jetzt wieder dreimal über den gesamten langen Muskel rollen. Jawohl. Der Arm kann unterstützen. Er kann die ganze Zeit auf dem Boden sein und unterstützen. Spätestens aber im unteren Bereich. Okay, einmal noch. Wieder lang nach unten. Und lang wieder zurück. Okay, sauber. So. Mit der Black Roll sind wir soweit erstmal fertig. Und wir würden auf den Duo Ball umsteigen. Wer jetzt keinen Duo Ball hat, ist kein Problem, der kann gerne mit der Black Roll weitermachen, die ist genauso gut dafür. Nur der Duo Ball ist ein bisschen intensiver. Wir gehen wieder in die Rückenstreckmuskulatur rein und hier wird jetzt in dieses Loch, in diese Rille, wird jetzt die Wirbelsäule reingelegt und damit können die beiden Bälle tiefer in die Wirbelsäule reinarbeiten. Ich glaube, das wirst du auch gleich merken, es wird gleich ein bisschen intensiver sein. Wie gesagt, für zu Hause, wenn man diese Duo Bälle nicht vorhanden sind, einfach die Black Roll nehmen, das ist alles völlig okay. Und wir achten wieder darauf, nicht in die Lendenwirbelsäule zu gehen, suchen uns wieder den letzten Rippenbogen aus, legen dort den Duo Ball auf. So, dann schauen wir mal. Langsam Druck in den Ball bringen. Auch hier gerne wieder mit den Händen etwas entlasten und dann wieder dreimal im unteren Bereich rollen. Ja, genau. Du merkst einen Unterschied? Ja, ne? Also deutlich zu spüren. Wir gehen etwas höher. Wer will, kann die Hände auch wieder wegnehmen. Das A und O ist aber, locker zu bleiben, entspannt zu bleiben. Okay.
Wir sind langsam ungefähr auf unterer Schulterblattspitze. Bis hier sollte eigentlich alles noch relativ schmerzfrei sein. Wenn wir jetzt langsam höher gehen, merkt man vielleicht auch die Muskeln, die werden so ein bisschen fester. Da sind so leichte Huckel drin, ne? Ja. Das ist nicht mehr so ein sauberes Rollen. Und je höher man geht, umso welliger wird das, wie so eine Kopfsteinpflaster. Und genau auf diesen Verspannungen, da rollen wir ganz langsam. Wir gehen auf die oberen Schulterblattspitzen zu. Hier ist auch wieder wichtig, vorsichtig zu rollen. Gerade an den oberen Schulterblattspitzen setzt der Trapezius an. Und wenn der verspannt, zieht er bis zum Kopf hoch und kann Kopfschmerzen auslösen. Dementsprechend langsam und ruhig in diese Technik gehen. Jetzt nochmal den gesamten Muskel berollen, die gesamte Rückenstreckmuskulatur der Brustwirbelsäule. Jawohl. Im unteren Bereich etwas angenehmer, im oberen Bereich weitaus deutlich spürbarer. Okay, wir bleiben mal im oberen Bereich und suchen uns mal einen dieser Punkte aus, die spürbar sind. Ich merke ihn gerade sehr intensiv auf der linken Seite und bleiben einfach mal drauf stehen. Wird der Kopf wieder schwer, kann er gerne entlastet werden. So. Wenn der Druck langsam nachlässt, kann die Hüfte gerne auch wieder hochgenommen werden. Ist der Schmerz zu groß, die Hüfte wieder unten lassen. Ist völlig okay. So, nur einfach auf diesem Druckpunkt bleiben. Und jetzt rollen wir auf diesem Druckpunkt so ungefähr einen halben Zentimeter hoch und runter, ohne diesen Punkt zu verlassen. Ja, keine großen Bewegungen. Wir bleiben auf diesem Punkt. Es ist eine Bewegung von einem halben Zentimeter. Jawohl. Okay, wir halten wieder inne. Und jetzt auf diesem Druckpunkt so ein kleines bisschen rotieren, als würden wir uns zur Seite neigen wollen. Damit gehen wir nochmal in so eine Art Querfriktion rein. Das sind jetzt zwei Techniken, die auch der Physiotherapeut macht bei der Massage. Das können wir alles mit dem Duoball oder auch mit der Faszienrolle machen. Das geht an jedem Muskel zu machen. Ja. Okay, dann nochmal langsam ausrollen. Ah ja, das tut gut. Und wieder lösen. So, wie ich bereits gesagt habe, gehen wir nicht in die Halswirbelsäule rein, sondern wir müssen gucken, dass wir diesen labilen Bereich auslassen und gehen in den Bereich rein, wo die Muskeln hier ansetzen, am Hinterkopf, ja? Die Hinterkopfsrauigkeit. Wir haben gerade den Trapezius unten an den Schulterblättern massiert. Wir massieren ihn jetzt auch hier nochmal auf und damit entspannt automatisch auch der mittlere Teil. Und das ist eigentlich die angenehmste Übung, weil wir legen den Duoball, wie gesagt, hier auf, legen uns einfach ganz entspannt hin, genießen den Sonnenschein. Das Kinn startet vom Brustkorb und wir sagen einfach ja, das heißt, wir nicken mit dem Ball und arbeiten auch hier wieder ganz langsam, ganz ruhig. Wenn ihr das Gefühl habt, der Ball, der Duoball, geht hier in den Hals rein, dann wieder den Ball zurückführen an den Hinterkopf, da wo die Sehnen ansetzen und ganz langsam rollen. In den Zeigefingern kann man auch den Duoball so ein bisschen mit festhalten, dann ist er fixiert und kann nicht wegrollen in den Hals rein. Okay. Die nächste Technik wäre jetzt, das Kinn am Brustkorb zu halten. Und jetzt kommt das Nein. Das heißt, wir rotieren den Kopf maximal zur Seite. Ich nehme mal das hier weg, dann kann ich die besser sehen. Jawohl. Und wir rotieren zur anderen Seite. Also das Kinn richtig zur Schulter bringen. Richtig sauber zur Schulter bringen. Und rotieren. Drehen, richtig drehen, so weit wie es geht. Ja, genau. Und schau mich mal an. Genau, schau mal zu mir. Genau, und wieder zur anderen Seite. Jawohl, genau, richtig schöne, große, langsame Bewegungen. Auch hier spürt man manchmal so einen Unterschied zwischen den Seiten. Das heißt, bei mir zum Beispiel ist links ein bisschen verspannter. Das heißt, ihr könnt mal auf der Seite liegen bleiben, die ein bisschen verspannter ist und rotiert nur da ganz sanft hin und her. Jawohl. Gut, wir kommen wieder zur Mitte. Richten noch ein letztes Mal den Duoball aus. Und jetzt wird es interessant, wenn wir diese Nickbewegung machen, rollt sich ja der Duoball so ein bisschen mit. Und wenn ich
mein Kinn zum Brustkorb ranführe, rollt sich der Ball, bleibt irgendwann stehen und mit den Händen jetzt ein kleines bisschen weiter rollen. Und damit ziehe ich die Rückenstreckmuskulatur ganz lang auseinander. Und auch wieder hier für alle, die am Schreibtisch sitzen oder überhaupt sitzende Tätigkeiten haben, häufig ist genau diese Muskulatur hinten verspannt. Und mit der Bewegung dehnen wir diesen Muskel komplett auf. Wir können noch mal das Kinn zum Himmel hochdrücken. Jetzt verspannt die Muskulatur. Und wir führen das Kinn noch einmal zum Brustkorb ran. Der Duoball dreht, hört irgendwann auf und wir rotieren mit den Fingern den Duoball noch mal ein kleines bisschen weiter. Stretchen dadurch die Nackenmuskulatur noch mal ganz lang auf. Wir halten mal noch 10 Sekunden. Atmen ruhig, noch 5, noch 4, 3, 2 und 1. Okay, dann lösen. Lass uns mal einmal hinsetzen. So. Und schüttel mal die Schultern so ein bisschen aus, setz dich mal hin. Und spürst du jetzt, wie diese Muskeln so richtig lang sind? Ja. Ich habe auch so das Gefühl, die Muskeln hier ziehen wieder stärker und ziehe mich eigentlich jetzt in diese aufrechte Position rein. Ja. Der Effekt hält leider nicht allzu lange an, aber wenn du es quasi regelmäßig machst, dann gewöhnt sich der Muskel auch wieder dran, in diesen langen Positionen zu arbeiten und dann gibt es weniger Nackenprobleme. Super. Ja, denke ich auch. Ja, dann danke ich euch fürs Mitmachen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt auch gerne nochmal einen Kommentar in die Kommentarliste unten rein und über ein Abonnement würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.